Andreas Babler, der überraschend Zweiter und nur ganz knapp hinter Hans-Peter Doskozil aus der Mitgliederbefragung hervorgegangen ist, hatte von Anfang an gesagt, dass er im Falle eines knappen Ergebnisses eine Stichwahl wolle. Das ist jetzt eingetreten. Seine Unterstützer, etwa Natascha Strobel, forderten umgehend eine Stichbefragung. Heute werden jedenfalls SPÖ-Präsidium und Vorstand dazu tagen. Das Lager von Hans-Peter Doskozil, sein eigener Geschäftsführer, hatte ja getippt, dass Doskozil 42% erhalten werde, wollte das die ganze Zeit verhindern. Sein Lager dürfte versuchen, eine Kandidatur von Babler zu verhindern. Dann zerreißt es unsere Partei. Dann droht wirklich eine Spaltung, warnt ein SP-Präsidiumsmitglied. Sollte sie verhindert werden, drohe Doskozil ein Streichkonzert beim SPÖ-Parteitag am 3. Juni in Linz, das ihn sogar unter 50% bringen könnte. Eine Stichwahl gegen Andreas Babler könnte wiederum Zweiterer gewinnen, weil nämlich viele Stimmen aus Wien, der Gewerkschaft und der Frauen auf ihn entfallen könnten. Das Doskozil-Lager werde jetzt versuchen, Babler mit Angeboten zu locken. Zudem wollen sie Wien, über Michael Ludwig hatte sich Doskozil freilich öffentlich mokiert, auf ihre Seite ziehen. Die Mehrheit der Wiener Roten dürfte allerdings gegen Doskozil votiert haben. Ohne jede Menge Stimmen in der Hauptstadt hätte Babler nicht so ein starkes Ergebnis erzielen können, sagen auch SPÖ-Kenner. Sollte Hans-Peter Doskozil ein Angebot an die Babler machen? Angebote, jetzt werden wir mal gemeinsam reden. Ich möchte mich an allererster Stelle bei Pamela Rendi-Wagner sehr herzlich bedanken für die ausgezeichnete Zusammenarbeit in den letzten 4 Jahren. Braucht es eine Stichwahl? Wir haben jetzt beraten, glaube ich, nicht bei der Bundesparteitag. Das richtige Gremium ist, um jetzt zu entscheiden. Eine Kampfabstimmung am Parteitag? Ja, das werden wir jetzt alles ausreden. Ja. Schönen guten Morgen. Komm aus dem sonnigen Süden. Soll es eine Stichwahl geben? Ich glaube, wir werden jetzt in den Gremien darüber besprechen. Ich habe meine Meinung gestern auch kundgetan. Ich hoffe noch immer, dass wir den Teamcharakter der SPÖ erkennen, dass wir wissen, dass wir uns nicht nur allein auf uns fokussieren, sondern darauf fokussieren müssen, dass Österreich wieder eine bessere Regierung bekommt. Das ist das gemeinsame, uns einende Ziel. Welche Vorschläge jetzt kommen werden, das werden wir sehr offen miteinander diskutieren. Kann Doskozil jetzt mit Ihrer Unterstützung rechnen? Ich habe immer alle unterstützt, die von mir Freunde sind, die bei mir in der Partei sind. Jetzt wird es darum gehen, dass wir einen vernünftigen Weg vorwärts finden und dazu werde ich beitragen. Wird es eine Kampfabstimmung am Parteitag geben? Rechnen Sie damit? Ein Parteitag ist das höchste Gremium neben den anderen Bereichen, die es sonst in Ausnahmefällen so wie jetzt gegeben hat. Das war eine Meinungsfindung. Der Parteitag ist eigentlich das entscheidende Gremium. Und ich denke, wir werden vernünftige Vorgehensweisen finden, die nicht diesen Eindruck, der bisher da war, verstärken, sondern einen neuen Weg aufzeigen. Das ist mein Ziel. Danke vielmals. Wie werden die Gremien heute davon überzeugen, dass es eine Stichwahl geben soll? Ich glaube, wir haben eine Verantwortung, einfach diesen Prozess relativ schnell und gut geeint über die Bühne zu bringen. Und das ist das oberste Ziel. Werden Sie antreten am Freitag? Wir schauen, dass wir eine Einigung zusammenbringen, dass es ein gutes Ergebnis gibt, das auch Klarheit schafft, dass die neuen Parteivorsitzenden den Rücken stärkt. Und ich glaube, das werden wir jetzt diskutieren. Wollen Sie der neue Parteivorsitzende werden? Ja, natürlich. Mehrere Landesparteichefs haben sich aber jetzt schon für Hans-Peter Doskozil ausgesprochen. Wie wollen Sie die überzeugen? Ich glaube, es braucht Einigkeit in der Partei, das ist das Wichtigste. Und darum haben wir gesagt, die Mitgliederbefragung wird sicherlich der beste Weg sein, ein klares Ergebnis zu kriegen. Jetzt haben wir die Situation dieses Prozesses, dass wir einfach kein klares Ergebnis haben. Jetzt müssen wir schauen, dass wir zu einem klaren Ergebnis kommen und schnell, relativ schnell geeint, fähig sein, eine politische Auseinandersetzung zu führen. Aber so eine Stichwahl ist ja allein vom Fristenlauf her jetzt sehr schwierig vor dem Parteitag noch umzusetzen. Nein, sehe ich nicht so, ist relativ einfach. Hat Doskozil Ihnen ein Angebot gemacht? Nein. Kein Telefonat seit gestern? Keines, nein. Kommt das für Sie überhaupt in Frage? Nein, das werden wir jetzt miteinander diskutieren. Jetzt haben wir ein Problem, dass alle 3 Kandidaten gestern ein Ergebnis gehabt haben, wo 2/3 der Mitglieder sich nicht für einen Kandidaten ausgesprochen haben. Und ich bin immer von Anfang an dafür gestanden, dass ein Parteivorsitzender, um eine Einigung der Partei zu machen, natürlich ein gutes Ergebnis braucht. Und ich stehe heute hier auch in den Gremien zur Verfügung, um zu werben, dass wir relativ schnell das hinter uns lassen, diesen Prozess. Und das kann nur sein, dass man ein klares Ergebnis hat. Sollen wir den Parteitag verschieben? Das wird vielleicht auch eine Folgediskussion daraus sein. Würden Sie unter ihm arbeiten oder mit ihm eingebunden in sein Team, wenn er Chef wird? Sie müssen ihm umgekehrt die Frage stellen, aber wichtig ist, dass wir jetzt einmal ein klares Ergebnis haben. Es kann ja für niemanden befriedigt sein. Selbst die Leute sagen jetzt dann, ja gut, am Parteitag wird Pablo jetzt gewählt, so wie es ausschaut und so, das interessiert mich nicht. Man braucht eine klare Mehrheit der Mitglieder. Und jetzt haben wir alle miteinander 2/3, die sich für andere Kandidaten entschieden haben. Wir diskutieren. Also ich glaube, dass jetzt ein Parteivorsitzender, das war ja der Sinn dieser Mitgliederbefragung, einfach ein starkes Votum brauchte. Ohne dem kannst du politisch nicht arbeiten. Das ist unser Ziel. Wie sieht
soll es jetzt politisch bis zum Parteitag weitergehen? Zum Beispiel auch die Blockadehaltung. Jetzt geht es um Energieeffizienzgesetz am Donnerstag. Und wir haben jetzt eigentlich, die Parteichefin ist soeben zurückgetreten, wir haben jetzt ein Vakuum. Wie wird sich die SPÖ da jetzt verhalten? Das diskutieren wir jetzt miteinander im Kollektiv. Liegt es nicht auch an Ihnen zu sagen, Hans-Peter, geh jetzt du voran? Ich glaube, es ist so, dass viele einschätzen, dass ich heute in der Mehrheitsfraktion für den Parteitag bin. Ich mag aber diese Diskussionen nicht mitspielen, sondern ich glaube, dass es ein klares Ergebnis braucht von Mitgliedern getragen. Also ich würde mich auch nicht wohlfühlen, wenn ich selber nur von einem Drittel der Mitglieder gewählt bin, wie wir alle, und nicht die Mehrheit der Mitglieder hinter uns haben. Für das haben wir Mitglieder befragt. Am Parteitag würden aber die Delegierten entscheiden und nicht die Basis. Schauen wir mal, ob es einen Parteitag gibt. Dem Herrn Babler ein Angebot machen heute, damit er in Ihr Team kommt und Schauen Sie, es geht glaube ich nicht darum, um Teams und Fraktionen innerhalb der Partei jetzt zu definieren und wer welche oder wer wie repräsentiert ist in der Führungsmannschaft, in der Spitze der Sozialdemokratie. Ich glaube, es ist jetzt schon an der Zeit, dass man die persönlichen Befindlichkeiten jetzt einmal hinteranstellen, dass wir das Ergebnis einmal Revue passieren lassen, dass wir auch Demokraten sind. Ergebnisse akzeptieren und dann zueinander finden. Und natürlich, Sie haben schon recht, eine Führungsmannschaft definieren, die das Spektrum der Sozialdemokratie abbildet. Das wäre mein persönlicher Zugang. Ich halte nichts davon, Entscheidungen zu negieren auf der einen Seite und der anderen Seite diese Situation zu prolongieren. Mit welchem Plan gehen Sie jetzt ins Präsidium? Ich gehe offen ins Präsidium und auch in den Vorstand. Wir diskutieren jetzt einmal die Situation. Ich habe da kein Problem damit. Auch, ich habe da klare Vorstellungen und das werde ich am Tisch legen, keine Frage. Wären Sie bereit für eine Stichwahl? Schauen Sie, ich habe für mich auch immer festgelegt, und das war mein Maßstab, mein persönlicher Maßstab, wenn ich eine Stimme mit einer Stimme Zweiter werde, dann ist es für mich das Mitgliedervotum. Das ist eine Entscheidung, es hat eine Wahl gegeben. Die Entscheidung muss man akzeptieren. Wiewohl es klar ist, wenn man mit der Sozialdemokratie, und das ist ja unsere aller Aufgabe, unser aller Ziel, in der Zukunft Wahlen gewinnen will, dass man auch versuchen muss und ehrlich versuchen muss, diesen Bogen über die Partei nicht nur inhaltlich, sondern auch personell zu spannen. Das ist aber die Aufgabe aus meiner Sicht und so ist mein Verständnis, auch mein persönliches Verständnis, auch historisches. Das hätte auch für mich gegolten. Das ist dann die Aufgabe desjenigen, der Absicht hat. Das werden wir jetzt einmal diskutieren. Okay. Würden Sie Babler in Ihr Team einbauen, wenn er sich lassen darf? Bis später. Danke. Sollte Doskozil Babler ein Angebot machen? Ich bin der Überzeugung, dass das Mitgliedervotum klar ist. Dazu haben sich alle auch im Vorfeld committed. Und wir werden heute darüber beraten, dass es wichtig ist, die nötigen Schritte zu setzen, damit wieder endlich Politik für Niederösterreich und für die Österreicherinnen und Österreicher gemacht wird. Reicht dazu eine Mehrheit, um die Partei anzuführen? Wir haben eine Stimmungsbefragung im Vorfeld gemacht. Es war klar, dass ja keine Wahl im eigentlichen Sinn ist. Und ich bin überzeugt, dass die Mitglieder, aber auch die Wählerinnen und Wähler am Ende des Tages hinter einer geschlossenen SPÖ sich versammeln. Sollte es nicht eine klare Entscheidung per Stichwahl geben? Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, dass wir die richtigen Schritte machen, um eine einige, kraftvolle, mutige Partei für die Zukunft dieses Landes vorzubereiten. Das, glaube ich, ist wichtig und alle sehnen sich auch nach einer starken Sozialdemokratie in diesem Land. Braucht es dazu aber nicht eine Stichwahl? Ich bin überzeugt, dass alles, was dazu beiträgt, dass wir wieder geeint hinter Themen und dem Vorsitzenden oder dem Spitzenkandidaten stehen, dazu beiträgt, dass eine bessere Politik in Österreich gemacht wird. Und darum geht's.